Konnichiwa, hier ist wieder euer Dr. Peng Shui zurück in Transport Fever. Wir haben ja hier zuletzt noch eine Linie aufgebaut für die Schifffahrt, die ich auf jeden Fall gerne mit anfangen möchte. Muss auf jeden Fall mal zusehen, dass ich dann früher oder später hier nochmal die Busse noch dann aktualisiere, ein bisschen mehr Busse hier ranfahren lasse. Dann fahren wir ja mal einmal ein bisschen mit. Ja, ich habe jetzt eine große Lücke an Linien, aber zurzeit kosten die mir ja kein Geld, denke ich mir. Hier ist ein kleiner Engpass, da würde es mich mal interessieren, wassertechnisch können wir hier nicht breiter machen. Wäre auch eine schöne Option. Die Wasserwege brauchen jetzt zurzeit noch 67 Minuten. Ich hoffe mal, das wird hier gut angenommen, da wir jetzt drei Haltepunkte haben. Und die Leute dementsprechend eine größere Wahl haben. Drehen wir das einmal ein bisschen. Und suchen uns die Mainlinie aus. Bei der 4 werden wir die noch mit hinzufügen. Selbst die macht auf jeden Fall jetzt einen größeren Durchlauf. Das ist schon mal sehr schön. Die haben hier 8. Da werden wir 2 noch mit hinzufügen. Hier drüben machen wir auch die Linie ein bisschen aktueller. 1, 2.
Dann packen wir die hier mit dazu. Dann haben die auch eine gute Verbindung. Die machen zurzeit noch nicht so viel Geld. Aber wir werden hier trotzdem noch zwei Fahrzeuge mit hinzufügen. Der Dampfer hat noch keine Person dabei. Macht nichts. Kostet noch mal eine Stange Geld, den Hafen zu verbessern, falls wir das machen wollen. Hier werden wir auch eine Buslinie hinzufügen. Gut, also Jacksonville wäre so gesehen das naheliegende an Stadt, die man noch hier mit anbinden könnte mit dem Fernfahrsystem. Was für eine Farbe. So. Austin heißt das, glaube ich, hier. Ja. Ja, werden wir 6 Fahrzeuge erstmal hinzufügen und hoffen, dass die Kasse klingeln wird. So, die Modernisierungen ist hier auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Hier genauso. Und hier noch nicht so ganz. Wir werden auf jeden Fall zur Schifffahrtlinie noch mindestens 2 Schiffe noch dazusetzen. Und damit das dann auch einen schöneren Rundlauf hat. Dann fallen wir auf 21 Minuten runter. Das ist schon mal, das ist eine Ansage. Gut auch, dass ich das hier in der Mitte angesetzt habe, dieses Trockendock, damit die sich dann wirklich in beiden Richtungen erstmal ausbreiten können. Ohne dass sie sich gleich am Anfang
im Wege stehen. Ja, Entschuldigung, mir fällt ab und zu mal die Stimme weg. Und zwar hoffe ich mal, dass es diesmal besser läuft als in der letzten Folge, in der letzten Staffel. Da sitzt, hier wartet schon jemand. Doch, hier kommen doch schon die ersten. Waren doch gerade drei Leute. Egal. Da kommen noch ein paar Gäste mehr. Ich glaube schon, dass es diesmal besser laufen wird. Jetzt kommt ein neues Raddämpferchen. Na gut, jetzt haben wir erstmal die drei Pötte, die werde ich auch nicht eintauschen. Was mich nur interessiert, wie ist das mit der Geschwindigkeit? Die haben natürlich ein größeres, eine größere Transportmöglichkeit, das ist klar. Mit 26 km pro Stunde, also 4 km/h schneller. Sind aber dafür einiges teurer. Ja, und dafür sind sie trotzdem doppelt so teuer. Solange die Schifffahrt hier nicht wirklich 100% rund läuft und Geld einbringt, brauche ich auch erstmal nicht daran denken. Aber wir haben schon die ersten 9 Mitfahrer und es werden mehr. Es werden wirklich mehr. Schön. Hier noch nicht so ganz. Da warte ich auf jeden Fall noch, dass da irgendwie mal ein bisschen mehr Kundschaft kommt. Aber das wird sich dann auf jeden Fall noch ein Stückchen bessern oder mehr bessern, wenn wir endlich die Güterversorgungslinien aktivieren. Elf Leute transportieren wir bisher. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Geld sparen.
Das ist erstmal hohe Priorität. Wir fahren die ersten 9. Die fahren trotzdem beide Seiten an, das ist doch schön. Die ersten Gelder sind geflossen. Ich denke mal, da wird auch die Buslinie, wenn das mit der Schifffahrt besser funktioniert, auch die Buslinien besser benutzt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der hat jetzt die 36 schon dabei. Das ist echt, echt eine Hausnummer. Und auch in meiner kleinen Hauptstadt, sage ich mal, kommen die ersten Leute, die gerne mit dem Schiff fahren wollen. Es freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass es hier langsam so wächst und gedeiht. Und besser funktioniert als in der letzten Staffel. Man lernt ja ein bisschen aus seinen Fehlern und muss halt auch dementsprechend ein bisschen neue Sachen probieren und umstellen. Ja. Ein paar Millionen sollte man schon auf der hohen Kante haben. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen die recht schönen Bilder an. Wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir jetzt nicht in dem Zeitalter spielen, wo es noch direkt Segelschiffe gab. Obwohl, das war ja noch die Zeit mit Segelschiffe. Aber zum Glück ist es nur im Binnenverkehr ein bisschen anders. Ich denke mal, wenn das über die großen Meere gehen sollte, dann wird es schon etwas anders aussehen. Ja, ich bin gerade mit den Gedanken am Spielen, ob ich die Brücken hier umbaue. Aber ich denke mal, das mache ich an einem anderen Moment, einer anderen Aufnahme.
Und bedanke mich erstmal wieder herzlich für das Einschalten. Also dumm arigato und sayonara. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Feng Shui.